So, Cosmo, letztens waren wir beim Beta. Im Saarland. Im Saarland, bei Saarweivel, von der Weivel Ranger Truppe, waren wir beim Beta Nitz zum Speerkurs, 4 Tage lang. Und es war awesome. Hammer. Ja. Hammer. Ja, war erstmal, gut. Ne? Ja, war gut. Erstmal angekommen, ein super cooles Waldstück, ein gehobener Berg mit fast keine Felsen, überall schönes Relief zum Reinkriechen, endlos viel Laub, einfach Hammer. Und wunderschöne Buchen. Ah, alles gab's. Ein cooler Carport, wo die ganze Verpflegung war, ja, eine schöne Feuerstelle. Feuerstelle. Uns zum Glanken wunderbare fertige Naturschelter. Mhm. Super geil. Oh. 5 Stück, glaube ich, an der Zahl, ja. Sogar noch ein bisschen mehr. Beste Laubhütte, wo ich je drin geschlafen bin. Überhaupt. Bestes Ding. Ja. War aber eigentlich für die Kursteilnehmer nicht erlaubt. Wir haben es aber trotzdem getan. Leider am letzten Abend dürfen wir es. Zum Abend. Jede Nacht außer eine haben wir gearbeitet. Stimmt. Ja. Einmal war es die ganze Nacht, einmal war es ein Olauf, also ein Orientierungslauf. Das war die erste Nacht, war ja. Der Orientierungslauf, der ging los um 8. Dann war es schon dunkel. Nee, ja. 21 Uhr sind wir gestartet, genau. Bis morgens um 4. Yep. Dann Maximalzeit. Dann haben wir geschlafen von 4 Uhr, wir haben nur noch gequatscht, von 5 Uhr morgens bis... Bissl was. Und dann sind wir 4 Stunden haben wir dann geschlafen. Ja. Und dann ging es wieder los. Dann ging es weiter. Also es ist schon Belastung. Es ist Schlaf, ein bisschen Entzug, es ist Essen, ist natürlich zureichend, ausreichend. Ja, okay. Ja, Brennnesseln überall. Und es ist ja eine Simulation, ein bisschen einer Mission. Und wenn du Speer bist, dann hast du halt nicht die McDonalds in der Nähe normalerweise. Essen wir eh nicht. Nee, das geht so, ja. Gut. Olauf haben wir gemacht, kompliziertes, szenariobasiertes Training, richtig cool. War lässig, hat wirklich Spaß gemacht. Echt cool. Die ganzen Übungen aneinander gerieren. Wir verraten natürlich nichts davon. Nee, aber es ist ein geiles, super interessantes Szenario. Man muss das Gehirn benutzen. Ja. Geht über mehrere Tage, ist richtig tief ausgearbeitet, gell? Ja, wird eure Skills verändern, eure Wahrnehmung, den kompletten Umgang eigentlich mit der Nacht wird es verändern. Ja, ihr werdet lernen, lautloser zu werden. In der ersten Nacht zum Beispiel waren wir wahnsinnig laut. Und dann wurden wir immer leiser. Und das war eigentlich das Schöne an dem Kurs, dass sich unsere Wahrnehmung verändert hat. Unsere Skills haben sich innerhalb von 4 Tagen sehr verändert, positiv verändert. Ja. Bei jedem der Kursteilnehmer. Wir waren insgesamt 9. Ja. War eine saugute Truppe, hat richtig Spaß gemacht. Wurde aus mit denen Crew, zu arbeiten. Wurde zu Rudel da. Ja. Richtig schön. Aber da wollen wir jetzt eigentlich auch nicht zu viel verraten. Nein. Aber es ist ein Kurs, der einfach wahnsinnig Spaß macht. Immer wieder. Das Background ist klasse. Super. Eine super tolle Mischung aus Tactical und auch Philosophie aus dem Fernöstlichen. Fand ich extrem gut, genau diese Mischung so zu bringen. Ja, dieses Yamabushi ist ja, was wir auch mit Peter, also was ich mit Peter dann auch gemeinsam habe. Dieses Ninja-Draußen-Trainingszeug ist ja mein Ding. Und ich wollte mal getestet werden. Ich wollte auch mal schauen, wie es dem anderen geht. Und ich habe mich so was von zu Hause gefühlt. Ich habe mich voll einsetzen können. Aber es war auch nicht überfordernd. Und was richtig cool daran war, die Management der Gruppe. Es gab Stärkere, es gab nicht so Stärke. Jeder hat ja natürlich sein Loch, wann es mal kommt. Aber die Gestaltung der das ganze Dynamik und mit die Herausforderungen, mit den stärkeren Leuten genügend Herausforderungen haben, aber die nicht so gut drauf sind oder vielleicht was Neues gemacht haben. Etwas so feine Gestaltung, richtig cool. Und dann gab es die Übungen, gell? Die waren cool. Sag du mal was zu den Kriechübungen. Wollen wir da zu viel verraten? Okay, ganz kurz. Es gab ganz am Anfang gab es eigentlich eine sehr, sehr schöne Übung. Da ging es um verbundene Augen und das Tasten mit den Füßen im Walde. Also mehr möchte ich dazu eigentlich nicht sagen. Steht in der Liste, ja? In der Ausschreibung steht es ja drin, dass es das gibt. Also ja? Diese Übung gab es am Anfang und die gab es in verschärfter Form am Schluss. Und zwischendrin diese Übungen und diese Veränderung der eigenen Wahrnehmung der Kontrast. Bis zu diesem letzten Moment war einfach wow. Das war der Hammer-Moment, ne? Richtig gut. Batsch, da bist du jetzt. Und es waren alle wirklich super geflasht und gestoked eigentlich. Und einfach nur cool. Ja. Und dann hatten wir den, wie heißt das noch? Ein Schwenker. Genau, Schwenker. Ein Schwenker. Ein Schwenker. Das, also auch das Ganze drumherum. Wir organisieren ja Kurse. Ich weiß, wie viel Aufwand das ist, das zu machen. Und das ist oft irgendwas, was
vergessen wird, ist, wie diese rundherum Organisation ist. Und die ist einfach top. Ja, und die Esther ist klasse und das ganze Team da, die hat ein ganzes Support-Team. Wir hatten 6-7 Leute am Start, ja. Trainer für uns, kleine Gruppe. Ja. Hammer! Klasse. Einfach super. So, und das war eigentlich einfach super. Und ihr müsst dahin. Wenn ihr Bock habt, Buschkraft 2.0 zu machen, geht dahin. Also es ist nichts für Anfänger, ist klar. Nee, musst schon dieser was Kurs, haben können. Erwartet was. Ja. So wie es in der Ausschreibung steht, aber ja, es ist 2.0. Auf jeden Fall. Da geht's weiter. Da geht's weiter. Ja. Schauen wir mal, ob wir sie hierher locken können. Guck dir, was für ein cooles Gelände wir haben zum Spielen. Hui! Da! Hui! Da! Und da! Tschüss!